So, bevor ich jetzt hier weiter aufnehme, wollte ich euch noch zeigen, ich habe endlich mal diesen kleinen Expo gebaut. Habe ich ja während der Aufnahme nicht gemacht, weil ich da doch lieber weiterspielen wollte. Den wollte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. So, Expo, da ist er. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Let's Play. Das Toypad steht auch parat. Und auf geht's. Viel Spaß dabei. Hallihallo, willkommen zurück zu Lego Dimensions. So, Expo haben wir dann jetzt endlich auch mal gebaut. Gell, du Schnucki. So, und was ich mich ja schon immer hier und da mal gefragt hatte, ist, wie kann ich mein Batmobil aufrüsten? Ich wusste, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Und zwar können wir das hier in diesem Menü, und zwar gehen wir da jetzt mal rein. Der dunkle Ritter erhebt sich. Genau. Hier können wir das Batmobil aufrüsten. Wir haben noch 870.000 Stats. Da sollte doch was drin sein. Geschwindigkeit. Jo, Ich nehmen schätze, da wir. kann ich noch ein paar Features reinquetschen. Leistung verleiht die Fähigkeit, färbbare Blitze abzufeuern. Für was auch immer das gut ist, nehmen wir. Können eigentlich alles mal nehmen. Minen werden abgeworfen. Hier kannst du Blitze einfärben. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es aber einfach. So, weil wir sehen auch ganz oben in der Zeile, wenn wir da genug gekauft haben. Wir haben jetzt 5 von 10 Sachen gekauft. Haben wir 5 von 10 Sachen? Nein, wir haben 4 Sachen gekauft. Egal. Dann können wir nämlich die nächste Bauanleitung freischalten. Und das finde ich richtig nice. So, was haben wir hier? Ändert das Aussehen des Modells? Oh, komm, egal. Kaufen wir einfach mal. So, fügt Minen hinzu. Ach, das hatten wir schon gekauft. Bin ich aus Versehen hier doppelt drauf gekommen. 8 mal 7, okay. Da geht so ein Counter hoch. Minen kaufen, fügt Minen hinzu. Was ist das dann? Geschwindigkeit erhöhen, Leistung, Feuerrate erhöhen. Das ist immer gut. Das nehmen wir mal. So, Modell ausgerüstet, 5 Herzen nehmen wir auch. Prima. So, noch 2 Sachen brauchen wir. Fähigkeit explodieren. Modell wird nach einem Countdown gesprengt. A gedrückt halten. Jo, machen wir einfach mal. Nehmen wir mit. So, noch eine Sache brauchen wir. Geschwindigkeit. Was haben wir aber Extras? Feinde lassen nun Herzen fallen. Ja, komm, können wir auch mal gut gebrauchen. Und schon haben wir oben das Ganze freigeschaltet. Rüstung regenerieren, Modellherzen werden regeneriert. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Jetzt können wir das Ganze nämlich. Ach, jetzt haben wir auch eine Abschleppstange. Jetzt können wir Sachen abschleppen bzw. einreißen. Dafür, für diese Baueinleitung müssen wir aber jetzt wohl, so wie ich das verstehe, 3 goldene Steinchen opfern. Ich nehme das einfach mal. Genau so sieht's aus. Und dann können wir das Batmobil umbauen. Das mache ich auch jetzt mal. Das mache ich mal einen Schnitt und dann kann ich euch das direkt zeigen. Aber ich gehe erstmal kurz diese Anleitung hier durch, damit ihr das sehen könnt. Die Anleitung für die Weiterentwicklung des Batmobils. So. Na, ein paar Schritte sind es, aber das sind alles kleine Schritte, die ich hier zu bewältigen habe. Wobei mir das Batmobil an sich, glaube ich, besser gefällt als diese Erweiterung. Egal, das wäre es gewesen. Und ich baue das jetzt mal und danach zeige ich euch das Ganze. Bis später also. Ciao! So, die Bauphase ist abgeschlossen. Hier haben wir ihn, den Batschmetterer. So sieht er also aus, wenn wir das Batmobil umgebaut haben. Schick, schick, da hat die Batarangs an der Seite. So, von vorne oder auch hinten, wie auch immer man das sieht. Na, ich denke, das hier ist vorne, oder? Ich denke mal schon. Ja, das ist also der Batschmetterer. Den haben wir jetzt aufgerüstet. Und damit spielen wir jetzt sofort weiter. Viel Spaß weiterhin beim Let's Play. So, da haben wir also den Batschmetterer jetzt zu Ende gebaut. Ich könnte zwar hier jetzt noch viel, viel mehr kaufen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mehr kaufen, können wir hier oben wieder das nächste freischalten. Und ich mag erstmal so ein bisschen was hier mit unserem Batschmetterer spielen. Also gehen wir hier mal zurück. Was? Das Upgrade-Menü wirklich verlassen. Fortschritt wird nicht gespeichert. Toy-Tag erstellen. Ja, dann erstell mal das Toy-Tag. Setz das Modell auf das mittlere Feld. Okay.
Hab ich gemacht. Und schon ist der Chip gespeichert. Sehr gut, sehr gut. Okay. Da ist er also, der Badge-Schmetterer. Okay, das Batmobil hat mir besser gefallen. Aber nun ja, was will man machen? Müssen wir jetzt mitleben? Werden wir auch mitleben? Dann machen wir das Ganze mal hier weiter. Nee, wir gehen zurück. Wir möchten es nicht bauen. Wir haben es ja schließlich schon gebaut. So, und sehen zu, dass wir hier ins nächste Level kommen. Ich bin gespannt, wo uns die Geschichte jetzt hintreibt. Da ist unser neues Gefährt auch schon mit unterwegs. Mein Scanner misst eine neue Dimension. Nein, halt! War nur ein Fleck auf dem Display. Vergesst es! Immer wieder die gleichen Sprüche. Ein Fleck auf dem Display, keine neue Dimension. Yay! Ghostbusters! So cool! Das Levelpack werde ich mir auch auf jeden Fall noch zulegen. Ich hab's noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Sehr cool, sehr cool. Ghostbusters! Slimer! Verflixtes, diebisches Trugbild. Geister? Geister? Ihr habt doch sicher keine Angst vor ein paar Geistern. I'm afraid you know ghost. Die Toten steigen nicht ohne Grund aus dem Grabe heraus. Wir sollten rausfinden, warum. Einverstanden. Sieht aus, als kämen sie von da drüben. Los. Tun wir's. Tun wir's. Steigen wir doch mal hier ein. Was kann denn unser Gefährt? Ach je. Okay, da können wir es umwandeln wieder ins Batmobil. Minenwaffe verwenden. Fähigkeit explodieren. Nein, das möchte ich nicht. Fähigkeit bunte Blitze verwenden. Mach mal. Ah, jetzt können wir schießen damit, okay. Ja, so, was können wir denn hier noch machen? Minenwaffen verwenden, mal 8. Ja, mach halt. Ah. Sorry, Batman, aber es ist dein Auto, du sollst wissen, was es ist. Na, okay. Wir lassen es mal bei den Blitzen. Das ist, glaube ich, die beste Waffe hier momentan. So, steigen aber mal aus. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich wollte aber Batman steuern, genau. Ach, ein Sammelobjekt gefunden. 1 von 5. Okay, also so eine Werbetafel brauchen wir. So, 3x5, 2, 3, 6, 8. Dann kommen die Ghostbusters. Zeig die doch mal hier. Ja, cool, die Lego Ghostbusters. So, Batman, hier ist was für deinen Greifhaken. Was kommt da jetzt raus? Lass mich raten, Geister? Nein, ein Sammelobjekt. Und schön durch die Glibber gefahren. Das muss ich später genauer analysieren. Ja, ja, mach du. So, hier in die Richtung geht's weiter. Nach rechts rüber. Okay. Slimer! Jetzt fährt er mit dem Eiswagen weg. Oh, Menno. Okay, da ist aber auch schon eine Rampe für unseren Badge-Schmetterer. No! Geisterhände haben mich hier gefangen gehalten. Weg mit euch! Kann ich denn hier irgendwas mitmachen? Nein, kann ich nicht. Schade, schade, schade. Ja, dann fahren wir mal mit unserem Badge-Schmetterer hier rüber. Heppa! Hui, und in die Glibber.
Sind da hinten die Ghostbusters dran? Die haben doch da einen Geist. Bloß nicht die Ströme kreuzen. Immer schön aufpassen. Kann ich denn hier noch hin? Nein, irgendwo mehr. Okay. Ach, die kann die auch zerschmettern. Ich dachte, die werden starr, aber sind sie nicht. So, alles kaputt machen. Nein, aber nicht die Wildstyle, Batman. Die macht man nicht kaputt. So, Telefonzelle braucht kein Mensch. Was können wir denn hier oben noch zerdeppern? Nix. Dann schmeißen wir unseren Batarang mal hier rum. Sehr geil. Ich mag das. So, da hinten habe ich schon was für Gandalf entdeckt. Seid bereit für mein Feuerwerk. So, hier greifen uns schon die Mülltonnen an. So, Gandalf, dann mach mal hier. Okay, er hat uns jetzt eine Leiter hier gebaut. Was geht hier ab? Dieser Nachbarschaft ist definitiv etwas seltsam. Da möchte ich dir zustimmen, Batman. So, hier kann das gebaut werden. Okay, das ist aber ziemlich groß. Ist das wirklich was für unser Batmobil? Gucken wir hier erstmal noch weiter. So, das können wir noch zerdeppern, aber hier kann Gandalf noch was bauen. Beziehungsweise was vorne aus der Motorhaube rausholen. Ah, das sieht doch wieder nach Einfärben aus. Gucken wir doch mal, wo wir die restlichen Plattformen hier finden. Da kommt nichts mehr raus. In die Glibber möchte ich jetzt nicht treten. Genau deshalb, weil Batman da auch zerfallen ist in tausend Teile. Aber da oben ist was für Wildstyle. Für Wildstyle habe ich gesagt. Dann geht sie mal die Treppe hoch. Hepp. So. Plan, was man damit macht. Ja, aber Batman weiß das. Deswegen wechseln wir mal Himmel zu Batman. Er kann sich nämlich da hochhangeln und kann wahrscheinlich das hier nach unten schieben. Dann schieb mal. Genau, wir haben unsere zweite Plattform. So, dann vermute ich doch mal, dass hier auf der linken Seite noch was ist. Genau, das hatte ich nämlich eben schon gesehen. Hier ist doch was für Wildstyle. Hier kann sie hochklettern. Hep, hep. So, da kann sie wieder was entdecken. Aber ich mag gerade mal hier die Stats einsammeln. Ich zeige euch mal, wie man es macht. Jo, mach hin, ey. Ah, hier kommt sie noch weiter hoch. Und da oben liegt es auch schon. Soll sich daran festhalten? Hallo? So. Schwer genug bist du also. Auch wenn sie das jetzt bestimmt nicht hören will. So, jetzt brauchen wir natürlich nur noch den Stein zum Aktivieren. Und ich vermute mal, den können wir wahrscheinlich hier mit unserem Bat-Schmetterer holen. Aktiviere ich den doch nochmal. Da muss ich ihn nicht holen gehen. Wo bist du denn, Bat-Schmetterer? Hier ist er. App, rein mit dir da. Wo? So. Na, jetzt aber. Wollen wir mal hoffen, dass hier der Stein hochkommt. Jawohl.
mal beiseite. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Jetzt müssen wir natürlich nur noch rausfinden, wie müssen wir das Ganze denn jetzt färben, unser Toypad. So, aber wir haben wieder mehrere Steine zur Wahl. Das ist der Chroma-Stein, glaube ich, hieß er, um zu färben. Und wie er jetzt heißt, weiß ich nicht, aber damit können wir irgendwas suchen. Dann machen wir das mal zuerst. So, ich habe Wildstyle und dann gucke ich mal auf mein Toypad. In der Richtung zeigt es auch noch grün an. Na, welche Richtung muss ich denn? Also wirklich grün zeigt es nicht an. Doch, hier wird's grün. Muss ich eventuell in die nächste Ebene hoch? Voll egal, wie ich mich drehe und wende, es wird gerade nicht mehr grün. Oder wird's hier grüner? Doch, in die Richtung. Ah, jetzt wird's richtig grün. Leuchtend grün. Ah, und das ist auch der Grund, warum es so leuchtend grün ist. Weil wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, okay, Meisterbauerin. Dann stell ich dich mal rechts rüber, links rüber und in die Mitte. Was zum Henker baut sie hier? Eine Box, eine Musikbox. Ah, da steht die Lösung, was wir bauen sollen. Sehr gut, sehr gut. Dann aktivieren wir das doch mal hier. Den Stein brauchen wir nicht mehr. Ah, hier, den Stein. Wir aktivieren mal hier die Farben. Dann machen wir Wildstyle mal rot und setzen sie nach rechts rüber. So, dann brauchen wir noch grün. Dann wechsle ich mal auf Gandalf. Gandalf mache ich mal blau und stelle ihn in die Mitte auf den blauen Punkt und setze ihn auch rüber nach links. Dann haben wir das nämlich schon mal blau und da brauchen wir jetzt noch Batman, den wir gelb einfärben. Komm her, Batman. So, ihn setze ich schon mal nach links rüber. So. Schon haben wir das Rätsel gelöst. Komm, mit ein bisschen Bass gehen doch da die Autos bestimmt jetzt weg, oder? Ghostbusters! So geil! Leider zu kurz, leider zu kurz. Oder zum Glück so kurz. Kommt dann die GEMA vielleicht an? Hm, ich weiß es nicht. Kurz hören ist okay. Ich denke mal, da kriege ich hier auch keinen Ärger. Ah, das Auto geht kaputt. Das andere ging jetzt nicht kaputt. Kommen wir denn hier hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Aber ganz hoch leider nicht. Was haben wir denn hier? Nein, das kann Batman nicht. Fragen wir doch mal das Klötzchen hier. So. Ah, wir brauchen Charaktere mit grünem Blick. Können durch grüne Lego-Wände sehen. Wo haben wir denn hier grüne Lego-Wände? Ich weiß es nicht. Helden anheuern. Wir können Helden anheuern. Wenn ich B drücke. Ich drücke aber B und es passiert nichts. Schade, schade. 30 Sekunden. Kann ich den anheuern? Wo bitteschön? Ach, da oben die grüne Wand oder was? Mache ich das mal? Aber so viel Stats? Habe ich so viel Stats? Ach nee. Okay, es gilt also nicht die Stats, die ich im Spiel gefunden habe, generell, sondern in diesem Level oder was? Schade, ich hätte das gerne mal ausprobiert. So, da haben wir das nächste Sammelobjekt wieder gefunden. Ja, wie? Das wollte ich jetzt noch schön kaputt hauen. Ging aber nicht. Okay, ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier und wie es hier bei Ghostbusters weitergeht, da schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, ich freue mich. Ciao.